Wir befinden uns hier auf dem Friesendamm in Wilhelmshaven. Hier ist es kurz nach 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Also wir wurden 15:37 alarmiert zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw mit eingeklemmter Person. Wir sahen also gut einen längeren Stau von Pkws, einen Lkw, der sich mitten auf der Fahrbahn befand und einen Pkw, der sich links im Straßengraben befand, ziemlich zerstört, in dem der Fahrer noch saß und verletzt war. Wir mussten den Fahrer mit hydraulischem Werkzeug befreien, also mit Schere und Spreizer. Wir mussten Teile des Autos wegschneiden, um an den Fahrer ranzukommen, damit wir ihn möglichst schonend aus dem Fahrzeug kriegen können, um nicht noch mehr Verletzungen herbeizuführen, zumal er erheblich verletzt war. Rettungshubschrauber war vor Ort, das war ein glücklicher Umstand. Er hatte einen Einsatz kurz davor, beziehungsweise er wurde zu einem Einsatz auf dem Jade-Weser-Port gerufen und kurz vorher aber abbestellt. Er befand sich also in der Luft, die Leitstelle hat sehr schnell reagiert und hat ihn uns angeboten. Der hier vor Ort befindliche Notarzt hat gesagt, das ist gut, wir hätten ihn gerne. Er ist dann hierher gekommen, ist auf der Kreuzung gelandet und auch genau in diesem Hubschrauber haben wir den Patienten jetzt in ein Krankenhaus transportiert. Wir befinden uns hier direkt vor der Kaserne in Wilhelmshaven, vor der vierten Einfahrt. Es waren viele Soldaten vor Ort, die auch wirklich gut Ersthilfe geleistet haben. Also das war ein gutes Bild, das machte einen guten Eindruck. Es waren viele Ersthelfer da, einige werden von denen jetzt auch betreut, weil sie vielleicht möglicherweise doch was gesehen haben, was nicht so schön anzusehen war, aber... Ja, Ersthelfer sind sehr wichtig. Die Feuerwehr und auch die Rettungsdienste brauchen natürlich doch eine gewisse Zeit, um einzutreffen. Die Hilfsfristen sind schon gut. Nichtsdestotrotz dauert es ein paar Minuten und so in den ersten Minuten kann auch schon eine Menge passieren. Das ist gut. Viele Leute trauen sich das nicht zu, aber Ersthelfer ist man auch schon, wenn man einfach nur die Rettungsleitstelle anruft. Wenn man 112 wählt, das hilft schon unheimlich. Und auch das mit der Verkehrssituation, ich komme gerade drauf, das hat gut funktioniert. Die Fahrzeuge haben alle gut Platz gemacht, wir hatten eine prima Lücke, um die Einsatzstelle zu erreichen, das war gut.